Servus, Servus und Hallo, Freunde von der ungarisch-serbischen Grenze. Ich bin nonstop jetzt fast durchgehend gefahren, also immer meistens ohne Akku, weil dass mir nicht so kalt, wird. Und wie die Sonne gescheint hat, da habe ich mich ein bisschen hingelegt. Und ja, ich habe ganz kurz jetzt ein paar Kommentare gelesen und ihr seid einfach super. Und ich würde keine Kommentare von euch löschen. Wenn ich was löschen würde, dann würde ich nur löschen, dass wenn irgendeine Werbung von irgendeinem ganz einem blöden Porno irgendwas ist. Aber Kommentare habe ich von niemandem gelöscht. Und ich habe mich voll gefreut, dass der Kugelfisch Mani mir helfen möchte. Und ich würde mich voll freuen, wenn ich bald mal zu ihm kann und ja, mit ihm halt einen Fahrradwohnwagen bauen kann und ihn umarmen kann und ihn, ich weiß einfach vom Anfang an, dass der Kugelfisch Mani ein richtiger Ehrenmann ist. Und ich habe mir schon voll oft ihm vorgestellt, dass ich ihn entweder in Deutschland besuche oder halt nach Polen mal fahre mit einem Fahrradwohnwagen oder Und ja, mein Plan ist jetzt weiter, ja, also Richtung ja, Heimat zu fahren oder halt, ja, weil ich habe mir gedacht, irgendwie die Solaranlage und das Zeugs, ja, also das ist irgendwie wirklich scheiß schwer. Und ich habe mir gedacht, ich müsste mir jetzt die ganze Zeit beim Fahren, ich müsste mir für die Zukunft so Strategien, eine Strategie entwickeln, dass ich vielleicht doch nicht mit meinen Zanrisi und Müller, ich gebe zu, ich habe ein Lamborghini E-Bike-Rad. Das ist, ich meine, wenn ich richtig weit reisen würde, könnte da sicher irgendetwas bei der Elektronik haben und so. Und das könnte auch sicher wieder vorkommen, dass mir ein Fahrradwohnwagen gestohlen wird. Und wenn ich dann so weit komme, dann müsste ich wieder aufgeben und dann müsste mir einfach eine Strategie für solche Notfälle mir überlegen und dass ich halt so zur Not aus Pappe und irgendwas ja einen Fahrradwohnwagen bauen kann. Und also wenn ich das jetzt nicht gelesen habe, dass der Kugelfisch Mani so lieb ist und mir helfen möchte, dann hätte ich jetzt, weil ich halt sehr viele Ausgaben gehabt habe in der letzten Zeit für das Fahrradwohnwagen-Ding, hätte ich mir gedacht, dass ich einfach einen Fahrradwohnwagen mal ja aus Pappe oder halt ganz billig bau, weil ja von meinem alten Fahrradwohnwagen, ja, da hätte ich eh die zwei Reifen noch und Deichsel hätte ich und ja, aber ich habe mir halt gedacht, dass ich irgendeine Strategie entwickle für, wenn ich wieder eine weite Reise mache und mir das wieder gestohlen wird, dass ich halt mir immer wieder schnell, möglichst ohne Aufwand mir einen neuen bauen kann. Und ja, ich weiß, in der Zukunft müsste ich mir die Jahreszeit ein bisschen planen, weil wenn man irgendwo mit dem Fahrradwohnwagen unterwegs ist, wo es immer warm ist, ja, zum Beispiel Afrika oder zum Beispiel wenn man Südamerika, Brasilien oder so ist, in Brasilien zum Beispiel, da war ich letztes Jahr zwar ohne Fahrradwohnwagen, aber dort hat die Temperatur immer so 27 Grad und wenn es immer nur 27 Grad hat, da braucht man sich um Jacken und Schlafsäcke und alles, was viel Gewicht hat, nicht kümmern. Und ich glaube, die beste Taktik ist, dass wenn man so eine Fahrradwohnwagen-Weltreise macht, dass man, glaube ich, möglichst wenig mit Zeugs mitnimmt, glaube ich. Ja, also ich freue mich voll, dass mir so viele Leute bis jetzt beistehen und ich liebe euch einfach und zeigt das Video bitte deiner Schwester.